So, okay. Dann würde ich mal sagen, dann spielen wir gleich nochmal 1-2 und dann. Spaß gemacht. Das war gut. So eine Ja, Runde wäre ich noch mit dabei, das würde ich noch. also, Eine Runde überlebe ich noch. Dann schießen wir auch los. Ja. Zwerge wird jetzt zum Boss, ich sehe es schon. Ja, was sonst? Aber ich werde dann sofort gekillt. Ach nee. Camouflage. Tatsächlich. Okay, Tasks habe ich keine oder doch? Nee, habe ich keine. Ich habe mal Garlic ablegen. Ach so, das ist Camouflage. Ich kann alle dunkel machen. Meine Güte. Ganze Zeit voll auffällig hier durch die Gegend. Verdammt. Ich habe mich so sass gemacht. Ja. Muss hier irgendwo vor Lifeline liegen, oder? Ja, genau, vor Lifeline. Toram ist der Letzte, der mich auf dem Weg runter nach oben gecrossed ist. Jetzt, Aber weil, ich habe aber. keine Ahnung, weil die Türen noch zu war vom Office. Also die musste ich Ja. aufmachen. Er kann natürlich gewendet sein, aber schwierig. Aber ich kam aus Weapons. Das habe ich nicht gesehen. Wie gesagt, du bist mir Ja, auf dem Weg du zwischen und. Comms und Office gecrossed. Ja, Da that's right. ich wusste nicht, weiß nicht, wo du genau herkommst. That's right. Ich habe Andy noch gerade an der Dings gesehen, an der Temperatur rechts. Ich wollte in Office rein an Lifelines. Du Und warst mit rechts. Und Weapons. da war. Hä? Ich dachte, du warst in Weapons. Ich bin Weapons, bin dann nach oben gelaufen, euch beiden gecrossed. Du warst nämlich auch noch da. Und dann bin ich rechts rüber. Und dort war Andy Dings. Ich kam aus Weapons. Aber wir sind aus O2 gekommen. Wo willst du uns oben gecrossed haben? Du bist. Platsch ist an mir vorbeigelaufen. Du warst hinterher. Weil ich wollte erst hoch zu Lights. Aber das war ja dann schon gefixt. Und aus der Ja, Richtung kamt ihr beiden. das hat KLG gefixt. Ja, weil ich da zufällig gerade eh noch stand. Und aus der Richtung kamt ihr beiden mir entgegen. Und dann bin ich rüber nach rechts, weil ich an Lifelines wollte. Und dort stand Andy am Temperatur, Dings bei der Lava. Andi, hast du da noch jemanden gesehen? Leider nein. Hm. Also ich habe Toram auch nicht wahrgenommen, aber ich will es auch nicht ausschließen. Sehne, dich habe ich gar Ich nicht gesehen. Weil ich war war nur bei Arno. grad, ich war nur Ja, wo grad kamst unten du bei eigentlich her, Metzger Sehne? mit Reds. Bist du vor uns in O2 rein? Ja. Das war weird. Probably. Und dann war ich am Ballen Sehne, und dann du ist bist dann das aber Licht direkt aus. durchgelaufen, oder? Ja, Ja, Licht genau. aus, wirst du hin? Ja, okay. Also ich war eine Ja. Millisekunde am Lights, habe mir gedacht, Lights Call kommt spät, bin dann runtergegangen. Und dann kam doch der Lights Call und ich habe umgedreht. Und dann stand ich mit Alex zwischen den beiden Türmen. Weiß nicht. Du bist einfach aus dem Baum rausgekommen, aber Ja, dann genau. müsste dich Platsch da dir gesehen haben. Ja, das ist richtig. Okay. Also eine Szene vor uns runter, als wir noch die Kabel gemacht haben. Joa. Also muss, weil ansonsten wüsste ich nicht, wie er so schnell wäre. So, dann mal hier weiter. Bisschen weiter camouflagen. Machen wir mal hier die Wasserratstask. Wasserrad-Task. Dann gehe ich rüber. Soll ich hier mal Kamel machen? Kann ich vielleicht einen killen?
Mach's besser, Mann. Das nicht auffällt. Okay, das war jetzt mega weird. Ja, Fun Fact, wir haben den Eraser oder einen Swapper. Okay. Der Shifter meinst du? Shifter, genau. Shifter oder Eraser haben wir drin. Okay. Bild auf jeden Fall, bevor du erzählst. Andy gefunden. Ja. Wo liegt denn? Unten an der Weather Note, rechts von Weapons. Ja, genau. Der Witz ist, wenn ich kurz einrenken darf, weil ich habe vorher, mach mich jetzt selber sass, aber das fand ich jetzt gerade sehr seltsam. Ich bin mit Andy dahin. Wir haben beide den Kram da gemacht, die Note. Ich bin wieder rein, weil halt Camo anging. Hab geguckt, wer tot sein könnte, und Andy ist tot an Lifelines. Ich denke, was? Der muss hinter mir einfach abgeschlachtet worden sein, als ich weg bin. Wo liegt in welcher Note wart ihr? Direkt in der rechten Weather Note. Office und Weapons. Genau, da wo Weapons ist. Also entweder da ist einer in Wind gehüpft. Rechte Seite. Rechte Seite, also zum Office hin. Ja. Okay, dann kann ich Red Rose nehmen, weil das würde zeitlich nicht aufgehen. Weil Red ist mit mir in O2. Und List steht Sehne gerade im oberen Decon. Also das ist richtig, ja. Würde ich wahrscheinlich auch rausnehmen. Also Sehne war an den Water Wheels zuletzt. Also ja. Kill ist übrigens, wenn ihr wissen wollt, auch wie lange der alt ist, 10 Sekunden. Also die Geschichte, die ihr gerade erzählt wurde, kommt hin von Kelgi. Muss eigentlich weniger sogar sein als 10 Sekunden. Nee, sind genau 10 Sekunden. Ja, warte mal, hin, zurück, ja, doch, kommt hin. Sind genau 10 Sekunden. Ich kann Liz für alle Kills rausnehmen. Na, mag schon sein, ich muss ja erst ins Office und dann wieder zurück, kann schon sein. Also war da noch jemand irgendwie, hat euch vorher jemand gekreuzt? Nee. Also ich bin jetzt hier ganz allein unterwegs Richtung, ich bin schon fast ein Specimen. Ich hab nur ein Specimen gerade was. Ich tipp drauf, obwohl... Welchen Weg hast du Richtung Specimen gewählt? Lustigerweise aus dem Büro. Ich bin aber schon weit ins Specimen drin. Also das ist schon. Ich bin gar nicht aus dem Büro raus. Ich bin dort bin von Lifelines und dann dort in. Das ist eine Lüge. Specimen. Ja, also warte, ja. Also Zeiger stehst du jetzt mitten ins Specimen, so korrekt? Ich habe nicht gesagt, dass ich mitten ins Specimen bin. Ich habe gesagt, ich bin im Gang. Zwerge, du bist auch nicht von Lifeline gekommen. Ich stand die ganze Zeit. Ich bin von Lifelines gekommen. Doch, nein. Ich stand beim Tisch und habe die in den Kanister aufgefüllt und du bist definitiv von links gekommen. Ja. Erzähl kein Blödsinn. Ich bin von Lifelines runter und dann ins Specimen dort rein. Nein, bist du vielleicht nicht. Vielleicht hast du irgendwie Camouflage nicht gesehen oder so. Oder keine Ahnung. Na gut, das war eine Blöde, aber... Ich hätte sagen sollen, dass ich von links gekommen bin. So ein Blödsinn. Was ein Blödsinn! Ach, Kacke. Gelaufen. Da kann ich jetzt eine Weile stehen. So, rauf hier. Jetzt nicht weiter Sass machen. Ich stelle nicht an, dass wir auch den Arsch gerettet haben. Ich weiß es nicht. Ich will nochmal drauf beharren, dass die Aussage eben von Zwerge gelogen war. Es ist doch. Vielleicht ist es auch gestorben. Sachlich passt das nicht ganz. Platsch ist auch gestorben. Ja. Ich sag, ich bin dort in den Gang ins Specimen rein. Das ist. Aber du bist nicht von Lifeline gekommen, du bist von links gekommen. Du bist auf jeden Fall noch vorher noch im U2 gewesen. Ich bin der Überzeugung, vielleicht werde ich auch bekloppt langsam. Ich bin der Überzeugung, dass ich von oben gekommen bin. Vielleicht liege ich falsch, vielleicht habe ich. Ich werde langsam dement oder so, keine Ahnung. Kann sein. Ich bin ja, jedenfalls. Jetzt aber mal völlig unabhängig davon. Eben gerade habe ich Platsch noch ich bin mit Kelgi oben am rechten Reaktor gesehen. Wo seid ihr denn danach hingegangen? Weil du warst ja eben gerade für den Kill schon sehr in der Nähe. Deswegen ist die Frage. Ist auf jeden Fall gelogen, wollte ich nur sagen. Okay. Oben am rechten Reaktor? Und Sene Deus entgegengekommen bin und da geguckt habe, was er da treibt. Und dann sind wir gemeinsam rübergelatscht. Und dann habe ich nur noch Zwerge gesehen. Ja, Kelgi war am linken Reaktor. Wer war denn dann gerade mit einem rechten Reaktor? Mir ist gerade oben beim rechten Reaktor Platsch mit jemandem entgegengekommen und ich war der Meinung, es ist Kelgi.
Nee. Er hat also, gerade gesagt, Kelchi war am linken. Oh, das würde mich auch interessieren. Ich habe links gemacht. Ja. Ich habe nicht und gesagt, Sinjin, dass ich den gemacht habe. Ich habe, nachdem ihr gefixt habt, geguckt, ob da jemand tot liegt. Da kam Sinjin entgegen. Ich glaube, Senedeus kam mir da entgegen. Ich bin nur ein Dritter. Na, aber das und Alex. Alex war dort. Der kam mir nämlich entgegen. Ich wollte auch zum Linken. Und Sinjin stand am Auffüllen von dem Benzin. Genau. Ich von unten habe Alex und Sinjin weggehen sehen und Caitlin und ich sind hingegangen, also, ja, um nochmal nach Leichen zu suchen. Sinjin ist mir bis nach Lifeline nachgelaufen. Also. Ich habe nie gesagt, dass ich das Ding gefixt habe. Ich habe nur gesagt, ich war da. Ja, wie gesagt, ich war halt verwirrt, weil ich dich nicht gesehen habe. Ich habe halt nur Alex und Sinjin gesehen. Ich war ja erst später da mit Senedeus. Ja, okay. Aber er kam aus Richtung rechts, ja. Aber ob er am rechten Reaktor war, weiß ich nicht. Ganz richtig. Ich habe jetzt übrigens Zwerge gewotet. Also. Na, danke dafür. Aber schön, dass ihr schon alle auf nur weil ich wissen, zu erzählen vielleicht. Ich weiß es auch nicht mehr, aus welcher Richtung ich gekommen bin. Kann ja auch jemand gerade an mir selbst verwandelt haben oder wie auch immer. Ich weiß es natürlich nicht. Aber ich stand mit Zwerge. Keine Ahnung, komm. Wollte gerade Richtung. Na, danke dafür. Auf das Skill. Was eine Tappe. Was ein Scheiß. Dumm, dumm, dumm. Das war nicht klug. Die Sache mit dem, ich hätte doch einfach sagen müssen, dass ich aus dem Linken rauskomme. Das hätte mich nicht mal verraten. Das ist, ich meine, dann wäre ich vielleicht gesasst worden wegen, weil dort die Leiche lag und so weiter, aber dann wäre eine klügere Idee gewesen, als da das Falsche zu sagen. Das ist, ach, ja, ärgert mich. Dass der dann da oben auch noch gestanden hat und der muss Thoram jetzt alles geben. Muss Thoram jetzt den Bastardjob tun. Und der Sehne. Und der Thoram. Mach jetzt keine Dummheiten. Da geht der Thoram. Mach mal hier Tür zu. Oh, hoppala. Da habe ich jetzt gar nicht mit gerechnet. Alex liegt in Storage. Er wusste zu viel. Na hoppala. Dann war es ein Höchstfall. Warte, das ist noch. Nee, ich nehme Lönne nicht raus. Sorry, Lönne. Ich auch eigentlich keinen Rose nehmen. Als Thoram. Halt, Sehne hat rechts gemacht. Hat Thoram jetzt wirklich. Hat er nicht, oder? Lönne hat links gemacht. Lönne? Ja, von links. Links gemacht. Ja, Lönne hat links gemacht. Kelchi kam nicht hinterher. Ja. Rechts haben wir gesehen, aber nicht von links. Genau, Kelchi hat wieder beide Seiten mit Thoram kontrolliert. Ja. Und Phil, wo kamst du her? Links aus O2 und bin da drüben rausgelaufen und hab dann noch gecheckt, ob jemand oben rechts am Reaktor liegt, wo du hergekommen bist. Also Phil hab ich da rauskommen sehen, ja. Ja. Aus O2. Deutsch liegt da ja auf dem Weg. Aus O2, also O2 nach oben Security und dann oben raus die Tür habe ich genommen. Den Weg also bin ich gegangen. Und unten war Liz, genau, ich bin drin lang gelaufen. Drin ist mir auch Liz gekreuzt, der dann auch nochmal kurz nach mir zu O2 gelaufen ist. Okay. Ja, aber du bist nicht innen lang gelaufen. Na doch, ich bin in O2 und dann nach oben lang gelaufen. Ich habe alle Türen geöffnet. Also Liz muss jetzt auch die Türen öffnen, das wundert mich gerade. Die Türen sind gerade vor mir auch wieder zugegangen. Ich bin drin lang gelaufen, habe alle Türen innen geöffnet, bin dann rausgelaufen, dann ist mir Sehne gekreuzt. Dann habe ich oben am rechten Reaktor geguckt. Ja, kann ich unterstellen. Stimmt, Phil hat recht. Okay. Ich habe da wirklich die Tür vor seiner Schnauze vorgehauen. Okay, dann Red, die gute Frage, was hast du gemacht? Nicht ich schlecht. Ich war im Specimen mit Sinjin und dann sind wir in den Lab hochgelaufen und haben da Tasks weitergemacht. Wir sind immerhin. Immer noch bei Lab aktuell. Deswegen war ich verwirrt, dass. Nachdem ich jetzt Camouflage so verkackt habe. Ja, jemand hat gerade Sinjin erwähnt, dass er ihn gesehen hätte. Wo war er gesehen worden? Und während es verlieren war, Thoram gleich. Okay. Sinjin, sag das nochmal. Dann klang das nur so. Anscheinend. Also ich war mit Keiji und Asunista im Specimen. Genau. Kann sein, dass das noch mein Call ist. Hinter mir.
Es kann sein, dass das noch mein Call aus der Vorrunde ist, wo ich ihn oben beim Benzin auffüllen gesehen habe, dass der noch im Kopf war. Das kann sein. Keine Ahnung. Jetzt haben wir wieder Visible Votes, oder was ist das jetzt? Ach so, oder sehen das nur Geister, die Visible Votes? Kann das sein? Weil vorhin hatten wir nicht Visible Votes. So, wir haben nur Asomnist und dann haben wir hier Thoram als Imposter, als duschenden Imposter. Mit der mobilen Dusche. Machen wir mal wieder Alarm. Kann ja auch ein bisschen was bringen. Macht keinen Mist. Macht keinen Mist. Ist nicht Thoram. Ich mach den Reaktor die ganze Zeit. Sorry. Das sieht nicht gut aus für dich, Thoram. Da habe ich ihn vielleicht sass gemacht. Ja, ist ja gut. Das sieht nicht gut für dich aus. Liz hat ein Schild. Liz hat ein Schild. Liz hat leider ein Schild, ja, vom Medic bekommen. Das hat er von mir gekriegt. Korrekt. Damn. Mies gelaufen. Der Asomist ist doch da. Das ist wohl der Thoram. Ja. Haben dann schon verloren oder ist der Asomist noch? Lönne, tu es, Lönne. Ja, Lönne, Gessin. Was ist das? Einfach nur ihm. Tu es. Komm, ich mach Thoram Imposter. Menno. Lönne. Einfach nur Imposter. Lönne. Das hätte auch gepasst. Das Schild war so gut. Ja, gut. Ich hätte die Zwerge aus Nummer nicht rausreden. Musst du nur noch drei Leute ölen. Die Camouflage-Sache war nicht gut. War nicht schön. Das ist Sidekick gekillt. Also erst unangenehm. Dann Sidekick promoteten. Ja, gut. Und zwar hintereinander. Das hab ich mir schon gedacht, weil keine weiteren Kills gefallen sind. Ich hätte einfach. Ich hätte einfach sagen können. Was machst du das dann? Du kannst doch nicht alleine gegen 10 weitere Leute irgendwie durch. Ja, das schaffst du doch nicht von der Basis. Ich weiß doch nicht, wer Jekyll oder whatever ist. Du hast doch gerade gesagt, du hast dir gedacht, warum gehst du das Risiko ein? Nein, nachdem ich die Kills gemacht habe. Ja, und dann nichts mehr gefallen ist. Und keine weiteren gefallen sind, dachte ich mir, dammit, hast du wahrscheinlich die mit erwischt. Ja, ist richtig. Ich hätte einfach sagen sollen, dass ich von links gekommen bin, wie es auch bin, und das war so eine blöde Sache. Ich saß die ganze Zeit im Wendzwerg, ich hab dich sogar killen sehen. Aber es war wirklich eine blöde Sache, das war wirklich. Ich weiß nicht, wer da drin sitzt.